Also am meisten Spaß macht mir die handwerkliche Arbeit und das Erlernte jetzt, was man zum Beispiel von Kollegen oder von Ausbildern vermittelt bekommen hat, quasi auf die Arbeit umsetzen zu können und auch die selbstständige Arbeit. Ich erlerne den Beruf des Elektronikers für Maschinen- und Antriebstechnik und ich bin im dritten Lehrjahr. Ich habe mich erstmal vorher grundlegend über die Firma informiert. Dann habe ich ein einwöchiges Praktikum abgeschlossen und konnte so in jede Abteilung mal so ein bisschen reinschnuppern und wie das alles abläuft. Und das hat mir halt sehr gefallen und so bin ich zu der Ausbildung hier bei Baumüller Services gekommen. Also die Arbeitsatmosphäre bei Baumüller Services ist sehr entspannt. Also zu den Kollegen und auch zu den anderen Auszubildenden habe ich ein gutes Verhältnis und ich finde, ich wurde sehr gut aufgenommen. Also von daher ist alles gut. Ich komme früh um 7 in die Firma, ziehe mich erstmal um und dann gehe ich in die Abteilung, in der ich eingeteilt worden bin. Und wie zum Beispiel hier bei den Kleinmotoren habe ich meinen eigenen Platz und bekomme dann meine Arbeit und verrichte die dann auch. Oder in anderen Abteilungen wird man einen Gesellen zugewiesen und assistiert da quasi. Also nach meiner Ausbildung habe ich vor, erstmal Berufserfahrung zu sammeln und danach dann meinen Techniker anzufangen. Das Verhältnis zu den Ausbildern und zu den anderen Azubis ist sehr gut. Also wenn man jetzt irgendwelche Anliegen hat oder wenn man Fragen hat, kann man immer mit ihnen reden und es wird einem immer so gut wie es geht halt geholfen. Und ich würde die Ausbildung bei Baumüller Service weiterempfehlen, weil man hier auf jeden Fall eine gute technische Ausbildung vermittelt bekommt. Und wenn man sich für die Bereiche interessiert, die wir anbieten, dann denke ich mal, dass da nichts schief gehen kann. Also den jungen Leuten kann ich einen Tipp geben, wenn sie auf der Suche nach einer Ausbildung sind, sich erstmal vorher gründlich zu überlegen, was interessiert mich, was würde ich gerne machen, in welchem Bereich würde ich gerne arbeiten und dann auf jeden Fall ein Praktikum abzuschließen, um natürlich halt zu erfahren, wie das in den Unternehmen so abläuft und wie die Arbeitsabläufe sind, ob das einem auch gefällt, und das würde ich definitiv empfehlen.